Chongjing begrüßt euch zur nächsten Folge. Und ich auch. Aber vorrangig Chongjing. Darum kümmern wir uns heute. Also noch ein bisschen weiter. Wir haben ja gestern den Start. Oh, das ist so schlimm. Den Start gemacht. Ich weiß, man kann einstellen, was man hier mitnehmen soll. Hier kommt einfach auch überhaupt gar nichts an. Wo ist es denn? Hier unten. Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Tatsächlich das Einfachste jetzt ist hier die Werkzeuge, die halt nicht viel Geld bringen, weil es einfach aktuell noch zu wenig sind, aber egal. Parallel? So, super parallel. So, eine Ausfahrt. Dann eine Straße. Wobei, da können wir tatsächlich auch hier die Wohnstraße nehmen. Müssen wir mal kurz ab. Nein! Müssen wir ganz kurz. So. So. Oh, was ist denn das jetzt für ein. Helfen wir mal ein bisschen in der Unterstützung. Wow. Naja, ihr wisst, was ich sagen will. In der Gestaltung der Stadtentwicklung. Hallo? Danke. Auch hier die Straße. Mann, Mann, Mann. Wo geht denn die eigentlich hin? Ah, hier hinten so in die Walachei. Achso, Richtung Nagpur ist das. So. Mal wieder richtig rum. Hier haben wir auch noch so eine alte Straße. So. Da können wir auch noch mal eine kleine Verbindung setzen. Ja, ich weiß nicht, ob die genutzt wird. Wahrscheinlich eher nicht. Weil hier hinten auf den, ich sag mal, Außenstraßen, da fährt ja keiner. Und das hier ist ja eigentlich die Hauptverbindung von den Städten für den Individualverkehr. Das ist übrigens auch Quatsch. Dann können wir eine Verbindungsstraße setzen. Die hier können wir auch renovieren. Ja, die geht nicht. Müssen wir 16 Straßen wegreißen. Und das mache ich definitiv gar nicht. Da kann sich die Stadt selber drum kümmern. So, das hier eigentlich. Doch. Ganz großer Quatsch. Das finde ich auch geil. Voll abgeschnitten. Nicht von mir. So, wir machen weiter. So, wir brauchen einen. Eigentlich nur einen. Transporter. Royal Mail. Tesco. Tesco. Und schippern das hier hin. Keine Angst, ich habe vorher schon geguckt, wo die. Wo die Werkzeuge sind. Und die sind, ja, gut. In dem Teil hier mit drin. In der Abladestation. Aber in der Abladestation ist ja alles mit drin. Naja, hier oben nicht. Und hier unten die neue Ecke auch noch nicht. Habe ich gelogen. Aber die Werkzeuge waren hier, glaube ich, irgendwo. Ja, hier die Ecke. Oh, sind sogar schon ein paar mehr jetzt. Ah, ja, waren mal 13. Ja, das ist ja schnell gemacht, ne? Collision. Schade.
Ah, hier vorne zum Hafen. Okay. 300. 427. Alter. Und hier kommen Bredder an. Okay. Haben wir. Oh, Alter, was ist jetzt los? Ein Feld wird entfernt. Dann werden wir hier ersetzen. Also nicht ersetzen. Apropos ersetzen. I hate my life. Oh Gott, die ganzen Trams. Oh, vor allem waren alle Minus. Aha. Das ist ja gar nicht so schön. Eieiei. Alter, Singapur macht ja auch richtig Minus. Okay, da können wir halt direkt mal auf eine runter reduzieren. So, weg damit. Das war schnell. Oh. Nuss hängt mir im Hals. Hohoho, fies. So, Chongqing, Guangzhou. Chongqing, Ram. Da gibt es eigentlich nur einen einzigen, der sich wirklich lohnt. Eine Station. Okay, das ist die Tram, die Plus macht. Was sind die anderen eigentlich? Ja, die wird gleich wieder ins Plus marschieren. Ja, das kann man machen. Guangzhou, perfekt. Wahrscheinlich immer noch viel zu wenig. Nö, ist sehr gut. Die müssen wir aber trotzdem mal ersetzen. Ah, ich weiß leider nicht, wann die neuen Tramse kommen. So, Hangzhou. Ah, okay, da können wir auch ein oder sehr viel reduzieren. Da gehen wir auf 3. So. Wahrscheinlich ist es sogar 3 zu viel. Ja, auch wenn man sich die Stadt anguckt, wie die gewachsen ist. Alter Schwede, ist groß. Ja, immer abhängig davon, was hier gerade ankommt. Ja. Gestern auch schon erzählt hier, das Moloch. Das wird schlimm. Das müssen wir auch nochmal angehen. Ich habe tatsächlich noch keinen Masterplan dafür gefunden. Ja. Müssen wir mal schauen, irgendwann. So, Hanoi macht sehr gut Plus. So. Können wir mal so lassen. Ich weiß nicht, ob eine dritte sich sogar lohnen würde. Ja, ich glaube, das passt. Also die eine Station hier, die hat ein paar Probleme. Incheon. Könnte man wahrscheinlich jetzt auch 3 reduzieren. Ja, da gibt es auch nur eine Station eigentlich. Die hier wirklich Geld macht. Novosibirsk, hervorragend. Was ist jetzt los? Zunenbahn. Oh Gott, also Novosibirsk ist auch überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Also,
theoretisch müsste man hier auch den kompletten Tramverkehr neu setzen. Nur Sultan. Zu groß. Ja. Reduzieren wir auf einer. Ist halt auch der Vorteil, ne? Durch diese größeren Fahrzeuge, dass man da deutlich weniger braucht immer. Sapporo könnte wahrscheinlich auch reduziert werden. Ja. Sapporo ist auch nicht wirklich groß, ne? Ja, 538. Ja, also minimal geht es immer noch hoch. Aber hier werden halt keine Waren geliefert. Was eigentlich schade ist. Aber ja, man könnte Waren hier rüber transportieren. Schade, man kann hier keine Eisenträger herstellen. Also man kann schon kein Öl herstellen, das ist eher das Problem. Eisen, ja, das würde sogar gehen, aber wir haben hier keine Ölraffinerie. Ja, boah, dann. Nee, viel zu weit weg alles. Sapporo haben wir gemacht. Shenzhen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall auf 3 bleiben. Alter, diese Hochhäuser sind so krass. Verbindung. Alter, Singapur. Macht ja gar kein Geld. Ich könnte Singapur auch ganz entspannt übrigens mit nur Sultan verbinden. Ja, mache ich schon. Und mit Jeddah. Und da können wir tatsächlich mal mit Bussen agieren. Das mache ich jetzt mal. Bam, bam, bam. So habe ich denn hier eigentlich eine Tramstation? Ja, die ist ja Quatsch. Die ist ja richtig Quatsch. Ja, ich glaube, ich habe gehofft, dass die Stadt größer wird, ne? Das ist so meine einzige Erklärung, die ich jetzt dafür habe. So, dann gehen wir hier auf eine fette Straße. Ah, hier kommen wir schon in die Stadt rein. 3 Gebäude müssen verschoben werden. Oh, mein Ding. Hier irgendwie los. So, dann hier in die schön große Straße. Die könnten wir aber noch bis hier ziehen. Und dann geht's in die Stadt rein. Ja, leider mit Ampeln. Gut. Fahrzeugdepot, ja. Passengers. 21. Kaufen wir uns mal 2. Testen wir mal. Also, von. Und jetzt müssen wir uns was ausdenken. Ich würde sagen, hier. Nach hier. Wer ist nicht steht da? Singapore. Ich schreibe überhaupt nicht, ne? Ja. Singapore, Jeddah. Bus. Lassen wir mal kurz anlaufen. Schauen wir uns dann mal zu gegebener Zeit an. Wo waren wir? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Juzhou. Ja, passt so. Mach ich doch schon wieder Tram. Verkehr, das ist nicht schön. So, die haben wir. Tbilisi macht gar nichts. Boah, Tbilisi ist aber auch noch richtiger Quark hier.
Ja, da muss ich die Tram nochmal komplett erweitern. Ja, über Tokio brauchen wir nicht reden. Alter Schwede. Ach, I love Tokio. Such a good city ist es geworden. Ja, nee, lohnt sich nicht hier noch eine Dritte zu setzen. So, auch die Stadt hier, Sunji, ist so in die Breite geschossen. Ach, ich lade einfach nur hier rüber ab. Ah, okay, weil auch alles hier ist. Cool. So, gehen wir mal kurz durch. Ja, guck mal, schon sehr viel mehr im blauen Bereich. Gut, hier die einzelnen Sachen. Ach, hier habe ich noch. Ah ja, Tbilisi habe ich vergessen. Okay, sollte aber passen. Shenzhen, Peshawar. Menschen, da muss einfach nur das Flugzeug landen. Was es gleich macht. Materials nach Sapporo. Ja, da fehlt hier unten noch einiges. Ja, kann ich mit Straßen aber leider auch nicht mehr verbessern. Also gut, wir können mal kurz gucken, ob es dann trotzdem im Minus bleibt. Bei 2. Minus 1,9. Weiß nicht mehr, warum er jetzt Plus gemacht hat. Boah, Gott, der macht ja überhaupt gar kein Geld. Warte mal, wir haben jetzt. Was soll das Ding sein, wa? 3,3 Millionen. Viel, viel weniger. So, dann müsste sich das hoffentlich ausgehen. Ah, der macht ja auch gar keinen Plus. Aber auch hier wird das Problem sein, dass die Lok einfach viel zu teuer ist. Ja, genau. Günstige Diesel-Alternative. Kostet nur 700.000. 3,3 Millionen, ja. Ach, nehmen wir den hier. Komm. Mittelmäßig. Aber wir sparen uns halt sehr, sehr viel Unterhalt. Die hatten wir gerade. Tbilisi Öl macht auch gar kein Geld. Jetzt was drin. Der macht kein Geld? Oh, der ist auch viel zu groß mittlerweile, klar. Oh, nee. 2%. Alter, das können wir uns ja hier komplett klemmen. Gar nichts mehr abgenommen. Krass, dann können wir uns auch diese ganze Geschichte jetzt mittlerweile klemmen. Das ist ja heftig. So, Linie entfernen.
ziemlich wenig investiert in die Ecke hier. Aber gut, wenn das jetzt hier komplett sinnfrei ist, na dann. Machen wir alles nur mit dem Zug hier. Der ist noch viel zu lang. Muss man mindestens einen schon mal klemmen. Boah, ey, jetzt geht's hier wieder los. Micromanagement. Das ist so schlimm. So, Tokyo Peshawar. Ja, das ist halt immer ein bisschen trügerisch, weil die Dinger, wenn er jetzt hier anlandet, dann macht er halt 5 Millionen plus. Und ist halt wieder bei plus 2,4 Millionen. Also jetzt, kontomäßig geht es jetzt aber sehr gut nach oben. Hier, seht ihr, 3 Millionen plus, das ist das gleiche Flugzeug. Oh. Zu nah hintereinander. Genauso hier, Shenzhen Peshawar. Müsste, glaube ich, auch gerade gelandet sein. Ja. Macht also dementsprechend auch gleich plus. Achtung. 4,9 Millionen. Ah, 4,2. So, und zack. Plus 1,6 Millionen. Ah, der wird nicht ganz so viel machen. Ah. Gott. Darüber reden wir noch nicht. Tbilisi Öl. Den können wir auf jeden Fall mal einschmelzen. Okay. Der nimmt schon extrem viel. Ja, speichern, speichern, speichern. Warte mal, ich will mal ganz kurz schauen, was der einnimmt. Dürfte eigentlich gar nicht so viel sein. Gib mal, der macht auch hier deutlich weniger als sonst. Millionen, ja. Wir müssen den auf jeden Fall kleiner machen. Also und vor allen Dingen hier vorne die Lok wegmachen. Leider keinen, der hier so. Also, das Ding kostet mich 4 Millionen. Ich denke, das sollte ausreichen, 162. Ja, locker. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Oh, noch 144. Weil jetzt wird der natürlich hier ordentlich zuschießen wieder. Hier können wir übrigens auch mal 1, 2 uns klemmen. Der wieder durch. Lieferung 100, Abnehmer 100. Super. Ja, aber wir sparen uns hier auch wieder Unterhaltskosten. Mal gucken, auf was kommen wir? 100. 104. Schwierig, schwierig, schwierig. Plus Lebensmittel. Ja, den haben wir schon ersetzt. Da kommt auch gar nichts raus. Tokyo Lebensmittel. Der macht minus 400. Der hat aber auch einen sauweiten Weg. 100. Ja, auch viel zu viel.
Was kostet mich in so einem Cargo-Ding im Unterhalt? 200.000 im Jahr. Auf jeden Fall. Ja, der macht aber noch gut Plus. Da werde ich jetzt nichts ändern. 100. Aber der Bahnhof ist jetzt nicht begrenzt, oder? Ich kann hier gar nichts bauen. Kollision mit dem? Ich nicht. Güterplattform, ja. Und da können wir jetzt auch Gebäude ran basteln. Erst wahrscheinlich hier ran, aber es sind 100%. Also alles gut. Hanoi Treibstoff. Boah, der nimmt 65 mit. Das ist ja auch gar nichts. Oh Mann, ey. Ah, guck mal, die fetten Millionenbeträge haben wir hier fast nicht mehr. So, Lebensmittel. Ach, du bist der, der hier diese Ehrenrunde dreht, ne? Das ist übrigens super ärgerlich, dass er auf der anderen Seite ist. Nee, da muss es schon bleiben. Ach, egal. So, wir haben auf jeden Fall ordentlich Geld eingespart jetzt. Gut. Oh, mir graut's. Mir graut es. Ganz, 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 ganz schlimm. Diese Ecke hier. Wobei es gerade sehr wenig ist. Ah! Warum? Wo sind die Schiffe? Einmal Baumaterial hast du aufgeladen. Ist das dein Ernst? Ja, wir bauen hier auf jeden Fall ein drittes Schiff. Quatsch. Weil hier ist so viel, was nach Tokio muss. Hanoi Baumaterial. Was? Hanoi Baumaterial. Also das ersetzt mal bitte erstmal ganz kurz. Durch die Merlin. War übrigens auch vom Zustand her schon schlecht. Warum nimmst du 220 Baumaterialien mit? Bretter, so rum. Weil die Bretter nach Tokio müssen. Oh nein. Er bringt nicht die Bretter dann hier hin. Oh, das ist doch so ein Quatsch. Alter, so ein Humbug. Das Ding hier übrigens mal, auch wenn es ein ganz kurzer Weg nur ist, kann ich verdoppeln. Haben wir eigentlich einen Holztransporter? Oh, kriegen wir ja mal sogar Holztransporter.
können wir hier die Produktion nämlich nochmal ordentlich ankurbeln. Ah, neue, also wirklich, diese Kombination. Könnte ich übrigens auch mit dem Zug machen. Gut, der macht aber 1 Million plus, da beschweren wir uns nicht. Das sieht auch geil aus hier, schön im Gleichschritt. 60 Passagiere. Achso, das ist das neue Schiff. Dreh mal bitte. Weil jetzt fahren alle irgendwie nach. Das ist eigentlich egal. Turn around. Kannst du ruhig machen. Singapur nimmt Baumaterialien. So, hier. Da wollten wir hin. Also gut, über den Hafen rede ich nicht. Hier ist das Problem. Es ist jetzt schon extremer Stau. Das allergrößte Problem ist diese Hauptstraße hier. Ihr seht übrigens jetzt hier schon den Stau. Der wird im Laufe der Jahre fast bis nach Hanoi reichen. Das Problem ist diese Ecke hier. Ich muss diese Straße umbauen. Mir leid. Wir müssen das hier alles umbauen. So, der Individualverkehr wird hier umgeleitet. Das müssen wir nochmal umbauen. Ja, ich weiß, das ist gerade die Verbindung schlecht. Dass es hier immer noch in so einen Feldweg übergeht. Wir hätten auch nochmal Feldwege. War geil. Hier auch. Ja. Genau, dann kann der Individualverkehr hier rüber gehen. Theoretisch diesen dieses Ding hier ändern. Ah, das muss auch anders gebaut werden. Ach, stimmt, die Straße müssen wir noch anbinden. Sorry. Die ich hier abgerissen habe. So. Dann seid ihr nämlich jetzt auch wieder angebunden. Ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt die hier kommen. Aber aus gar keiner. So. Dann bauen wir unseren
hier hin. Ja. Straßenkomplex. Ah, die Straße kommt auch weg. Und jetzt. Gut, man könnte eine Umgehungsstraße bauen. So, die wird aber keiner benutzen. Also, weil ich glaube, zum Hafen will keiner. Sieht auch sehr, sehr komisch aus. Ah, der Stau hier vorne gefällt mir nicht. Alter Schwede. Ach so, weil die alle nur links abbiegen können. Dürfte sich der Stau ein bisschen mehr auflösen. Also, nicht, dass es mich interessiert, dass hier Stau ist, ja. Wir sind ja nicht bei City Skylines, aber es beeinflusst halt meine Transporter. Also, ganz besonders hier hinten. Ich kann doch auch... Warte, Straßen schwer aufrüsten, automatische Änderungen zu regulieren. Was heißt denn das? Diese Ecke hier gefällt mir gar nicht. Diese Straßen sind doch alle viel zu schmal. Auch das ist ein Problem, was ich leider nicht mehr beheben kann. Einfach keine schnelleren. Naja, und die sind alle zu breit, ne? Ah, Scheiße. Gut, da wird eins entfernt. Zwei werden entfernt. Ah, ist das schlimm. Ist das schlimm? Warum die auch diese 30er-Straßen nehmen? Also, ich meine, klar, sind Wohngebiete, ne? Wegen dem Lärm. Aber hier sind denn nur so eine 30 km/h-Zone? Das Gebiet ist auch so heftig groß geworden. So, Hangzhou LKW. Haben wir hier überhaupt die? Ja. Ja, die düsen hier umher. Hier ist das ganz große Problem. Wir haben einen massiven Steinüberschuss. Warum haben wir hier Ampeln noch? Die Ampeln gern wegkommen. Ampel braucht den kein Mensch mehr. So, alles ohne Ampeln.
Gut, ändert hier vorne leider nichts daran, dass wir Ampeln haben. Das ganz große Problem ist eigentlich das hier. Ich muss hier ungefähr nochmal, eigentlich nochmal 6 dazu holen, aber wenn ich die jetzt quasi kopiere, dann entstehen hier leider so große Verzögerungen. Ah, das ist so scheiße hier. Das hier ist auch ganz schlimm. Das geht sogar so einfach. Cool. Ah, jetzt habe ich den Weg aber nach hinten abgerissen. In dem Sinne. Werden verschoben, das ist aber okay. Verschieben ist okay. Genau, und hier ist jetzt das Problem. Dass sie hier nicht durchkommen. So, Hangzhou-Maschinen. Die nehmen auch alles andere mit. Sind auch gut von Hangzhou Steiner. Ja. Das wird wieder das Problem sein. 80%. Die Alternative ist natürlich, das Ganze einfach mit einen Zug zu machen. Alter, das Ding ist hier auf Maximum Level. Wahnsinn. Ja, egal. So. Immerhin, das mit dem Verkehr haben wir gelöst. Oh Gott, Alter, hört doch mal auf. Ja, wobei, ich glaube, es geht sogar halbwegs. Also, es sah schon mal deutlich schlimmer aus im ein paar meiner Spielstellen, also in dem Spielstand, wo ich durchgerusht bin. Das ging gar nicht. Aber da lag es tatsächlich auch hauptsächlich daran, dass wir das, oder dass ich das mit dem Verkehr nicht hinbekommen habe. Das ist ja jetzt gerade bombastisch. Null Stadt. Ja gut, über die Stadt reden wir nicht. Alter. 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 What? Okay. Also wie gesagt, es ist kein City Skylines. Aber wenn es City Skylines wäre, würde ich hier eine Übergangsstraße oder eine Alternativroute bauen. Hier rüber. Kann man eigentlich unter dem Meer bauen? Ja, Geld haben wir. Nein! What the fuck? Netz? Tunnel. Nein! So ein Brückenpfeiler. Nein, geh nach unten. So ein Brückenpfeiler. Steigung zu groß.
Krass. Das geht wirklich? Nein, so groß. Cool. Auch nicht möglich. What? Was? Warum ist ja der Bau nicht möglich? Und jetzt so upgrade? Aha, und jetzt geht's. Was ist das hier außen? Okay, cool. Sehr, sehr geil. Wow. Gut, geht nicht anders. Wow. Ja, whatever. Gut, dann bauen wir jetzt ganz kurz noch die Strecke zu Ende. So. Oh, die ersten Fahrzeuge kommen schon. Gucken. Alter, hier hinten ist... Bis hier hinten ist einfach Stau. Ja, okay, die umfahren das hier. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Spiel oder ob die Leute so clever sind und erkennen, dass hier kein Stau ist und hier du einfach 800 Jahre brauchst, um durch die Stadt zu kommen. Wahrscheinlich sind sie nicht so clever. Ja. Also ich gehe fest davon aus, dass sie nicht so clever sind. So, gut, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gespielt. Oh, das ist auch Quark. Scheiß drauf. So, egal. Oh doch, ein Mensch fährt hier lang. Na, immerhin hat sich das Verein schon mal gelohnt, dass ich hier ein Milliarden- oder Millionenteures Projekt auf die Beine gestellt habe. Kriegt man sogar einen Zweiter. Schön. Ja, ich könnte tatsächlich auch alternativ hier rechts lang fahren jetzt, ne? Die Straße hier ist übrigens auch richtiger Quatsch. So, Feierabend. Wir gehen ins Wochenende. Knappe 50 Minuten die Folge. Sportlich, aber wir haben einiges geschafft. So, habt einen schönen Tag, beziehungsweise Abend. Habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich Montag alle wieder bei Transport FIFA 2. Bis dahin. Tschüss.